Ja, wieder mal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute wollen wir einen Stahlträger entlacken. Und hier habe ich den schon mal vorbereitet, wie das Endergebnis dann aussehen sollte. Ja, und anhand diesen zeige ich euch, wie das am schnellsten geht, weil wir haben keine Zeit. Bis gleich. So, ihr könnt ja natürlich jetzt hergehen mit der Drahtbürste, ja, und könnt jetzt hier versuchen, hier mit der Drahtbürste. Macht da ewig rum. Vergiss es. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, mit 40er Schleifepapier das Ganze, ja, zu schleifen. Ja, geht wesentlich besser. Aber ist mir nicht schnell genug, weil da brauche ich ja 3 Tage für zum Schleifen. Also, dritte Möglichkeit wäre jetzt eine Flex mit einer Fächerscheibe. Ja, allerdings ist das Problematische bei der Fächerscheibe, dass sich die Lackreste dann auch dazwischen drin sammeln und irgendwann ist das Ding zu, wie beim Schleifpapier, kennt ihr ja. Ne? So, ist eine Möglichkeit, wir brauchen eine Schutzbrille. Immer wichtig. Weiter geht's. Also, ist wesentlich besser, aber es überzeugt mich noch nicht so hundertprozentig. Jetzt zeige ich euch ein richtig geiles Ding. Tada! So, mit diesem Gerät geht's richtig vorwärts. Ja. Es ist sehr laut, wenn ihr was für die Ohren tun wollt. Sieht zwar aus wie Maikäfer. So. Das sieht ganz gut aus. Ja, das waren ja, ich sag mal, 3 Lackschichten drauf. Die erste war natürlich super angeschliffen, aber die anderen zwei eben nicht. Also da haben die Leute halt keinen Bock drauf gehabt, ne, und haben das einfach drüber geklatscht und dann blättert der ganze Scheiß halt wieder runter und die Arbeit war sonst. Ja, jetzt haben wir hier eben einen soliden Aufbau. Wir können jetzt eben quasi hier dann unsere Grundierung aufbringen. Ja. Oder jetzt in dem Fall ist halt ein Stahlträger ziemlich rostig und so. Dann wäre es halt bei hier, wäre es nochmal zu empfehlen, mit der Fächerscheibe nochmal drüber zu gehen, mit der Flex. Ja. Da haben wir dann wirklich, dass das Metall glänzen tut. Ja. Könnt ihr es aber auch so lassen und mache hier Rostprimer drauf, Rostumwandler etc. Ja. Und dann ist der Aufbau angeschliffen, ist es ja schon durch die Drahtgeschichte. Das war es auf jeden Fall schon von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Ja, alle Werkzeuge und Produkte zu diesem Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Habe ich euch nochmal alles verlinkt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Und das war Ingo Deinberger auf YouTube. Ciao. So, dann hätte noch die, dann habt, also Bing Bing, Moment, weiter hier. Zack, Bing. Dann habt ihr noch die Möglichkeit mit 40er. Ah, Scheiße.